Wir sind die Schreibdilettanten. Mein Name ist Axel. Und ich bin Markus. Und wir hatten euch versprochen, eine Folge mit 5 Top-Tipps zum Self-Publishing zu machen. Hey! Richtig. Self-Publishing auf 5 einfache Punkte heruntergebrochen, sodass garantiert nichts schief gehen kann. Ja, nein, der Punkt ist, um da ein bisschen auszuholen, wie wir auf diese Idee für diese Folge gekommen sind. Axel und ich sind ja beide gerade dabei. Und, also ich habe ja schon eine Novelle im Self-Publishing rausgebracht. Und demnächst wird mein nächster Roman im Self-Publishing erscheinen. Axel ist auch dabei, einiges im Self-Publishing vorzubereiten. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht. Gut. Axel ist auch dabei, einiges im Self-Publishing vorzubereiten. Und wir wären froh gewesen, wenn uns jemand diese Tipps gegeben hätte, bevor wir damit angefangen hätten. Vielleicht. Wir wissen ja noch nicht, was die Tipps bringen. Vielleicht führen sie auch einfach nur in Vernichtung und Untergang. Ja, doch. Eigentlich bin ich der Überzeugung, dass es schon ziemlich gute Tipps sind. Ja. Denke ich. Also wir haben uns im ganzen Thema, also ich zumindest, wenn ich jetzt für mich bitte mal spreche, ich nehme da Axel jetzt mal aus. Axel ist, glaube ich, wesentlich organisierter als ich. Aber ich habe mich an dieses Thema etwas chaotisch herangetastet und sehr unsystematisch. Und ja, im Nachhinein weiß man halt immer vieles besser. Wir tasten ja eigentlich schon seit diversen Jahren, so ist es ja nicht. Das stimmt auch wieder, ja. Okay, unser erster Top-Tipp. Achso, ganz kurz Moment noch. Ja, es sind, wie gesagt, 5 Top-Tipps. Weiß man jetzt schon vom Titel der Folge. Und ich bin ganz stolz drauf, dass wir endlich mal wieder eine Top-Folge haben. Für alle, die nur YouTube-Videos von uns kennen, wir waren früher berühmt und gefürchtet für unsere Top-10 oder Top-5-Folgen, ja, wo es immer 5 Tops gab, was auch immer. Jahrelang haben wir jetzt keine mehr gehabt, weil uns die Themen ausgegangen sind dafür. Und ich freue mich riesig, dass wir endlich mal wieder was dann in der Richtung haben. Ja. Und so, noch dazu jetzt. So eine tolle Folge. Richtig. Okay, unser Top-Tipp Nummer 1 für jeden Self-Publisher. Informier dich. Richtig. Ja. Also genau das. Wir sollten dazu noch sagen, unsere Tipps sind auch so ein bisschen chronologisch geordnet. Ja. Das heißt, dass man sozusagen ein Konzept hat, an dem man sich während der Produktion seines Buches bis zur Veröffentlichung entlanghangeln kann. Richtig. Und das Erste, was man unserer Meinung nach machen sollte, ist, dass man sich informiert. Richtig. Und zwar, wie ihr vielleicht schon merkt, wir legen uns gar nicht so darauf fest, worüber man sich informiert, denn es gibt unheimlich viel, was man eigentlich als Self-Publisher in Erfahrung bringen muss. Ja, genau das ist es. Also, ich bin immer so der Learning-by-Doing-Typ, muss ich gestehen. Deswegen habe ich auch viel und langes Schmerzensgeld oder nie, wie sagt man, Lehrgeld an vielen Stellen gezahlt. Ich bin nicht so der Typ, der erstmal den Masterplan entwirft, bevor er irgendwas macht, aber das ist halt nicht so richtig gut, wie ich jetzt festgestellt habe. Also man sollte sich wirklich gründlich informieren über alles Mögliche im Vorfeld und da gibt es mehr Themen, als wir jetzt, glaube ich, hier so in Kürze sagen können. Fängt halt bei den verschiedenen Publikationsmöglichkeiten an, die ich habe, verschiedene strategische Entscheidungen, die ich da fällen muss, über die ganzen Arbeitsschritte, die ich überhaupt erledigen muss, bis hin zu, wie zahle ich später Steuern, wenn ich Self-Publisher bin und so weiter und so fort. Alles Dinge, die man, bevor man sich auf die ganze Sache einlässt, eigentlich gut überlegen sollte. Ja, es ist aber gar nicht schlimm, wenn ihr zu Anfang euch nicht über alles informiert. Zu Anfang kommt es darauf an, dass ihr so einen ganz, ganz, ganz groben Überblick bekommt. Dass ihr so ahnt, okay, in die Richtung kann es gehen, das sind Themen, die vielleicht für mich wichtig werden, das sind Themen, wo ich später weiter nachforschen muss. Ich wollte gerade sagen, bitte. Nein, jetzt bist du dran, ich rede jetzt nicht. Ich finde es immer ganz gut, im Vorfeld zu wissen, was man alles nicht weiß. Also genau. Themen aufzumachen und zu wissen, okay, also ich habe jetzt noch keine Einnahmen zum Beispiel, also muss ich mir jetzt noch nicht detailliert Gedanken darüber machen, wie ich meine Einnahmen versteuere, aber ich sollte schon wissen, dass ich sie versteuern muss und schon so ein bisschen wissen, worauf ich mich denn da im Einzelnen halt einlassen könnte. Ja, und zum Glück gibt es ein paar Quellen, die es heutzutage Self-Publishern ziemlich leicht machen oder relativ leicht machen, sich zu informieren. Ja. Ja, zu diesem Punkt, sich zu informieren, gehört ja auch so ein bisschen, sich zu vernetzen, also mit anderen Self-Publishern Kontakt aufzunehmen und sich mit ihnen auszutauschen. Was man an der Stelle nicht machen sollte, ist, sich auf Facebook oder an anderen Ecken in irgendwelche Self-Publisher-Gruppen einzuschreiben und dann so absolute Noob-Fragen zu stellen. Ja. Das kann einen sehr schnell unbeliebt machen und man kriegt dann immer ganz schnell den Hinweis, das ist eine ganz tolle Frage, die du da stellst. Guck doch mal bei der Self-Publisher-Bibel, was die dazu schreibt. Da musst du eigentlich nur nachlesen und dann weißt du alles, was du zu diesem Thema wissen musst. Oder schau doch mal in unserem Forum, da wurde die Frage jetzt zum 55. Mal beantwortet. Genau. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, versucht erstmal euch selbst zu informieren, bevor ihr anderen damit auf die Nerven geht.
Genau. Und da ist die Self-Publisher-Bibel zu erreichen unter self-publisher-bibel.de von Matthias Matting natürlich immer die allererste Adresse, unter der man sich informieren sollte, weil er unglaublich fundiert eigentlich alle Themen beleuchtet, die man als Self-Publisher irgendwie kennen sollte. Ja, gleichzeitig gibt es von ihm auf Udemy ein paar interessante Videos. Udemy ist eine Plattform für Lehrvideos. Die kann man da erwerben und sich dann beliebig oft anschauen. Habe ich inzwischen auch gemacht. Muss man einfach mal gucken, ob das für einen passt. Mir persönlich hat das ganz gut gefallen. Außerdem hat Matthias Matting auch seine gesammelten Erkenntnisse der letzten Jahre, Anfang dieses Jahres, glaube ich, in Buchform herausgebracht. Mhm. Beziehungsweise nicht glaube ich, sondern hat er in Buchform herausgebracht, weil es liegt bei mir auf dem Schreibtisch und ich bin gerade dabei, das durchzugehen. Das sind, glaube ich, alte Artikel der Self-Publisher-Bibel. Unglaublich viel Informationen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da viele Fragen gibt, die übrig bleiben, wenn man das alles durchgegangen ist. Eine weitere Informationsquelle ist der Self-Publisher-Verband, dem ich auch vor ein paar Monaten beigetreten bin. Das ist einfach eine Plattform, wo sich Self-Publisher zusammengetan haben, um das Self-Publishing voranzubringen, zu organisieren. Und da gibt es in verschiedenen größeren Städten jetzt auch Regionaltreffen, wo man dann auch andere Self-Publisher kennenlernen kann. Richtig. Ne? Also es ist keine Schande, mal zu fragen und es ist eigentlich sogar Pflicht, sich irgendwie zu vernetzen und sich mit anderen Self-Publishern ein bisschen auszutauschen. Aber man sollte halt auch keine Fragen stellen, die so grundlegend sind, dass man sie sich eigentlich auch selbst beantworten könnte, indem man einfach mal kurz Google anwirft und dann halt eben auf der Self-Publisher-Bibel surft. Ja, der zweite Punkt und klingt erstmal ganz banal, schreib ein gutes Manuskript. Richtig. Das darf man natürlich beim ganzen Self-Publishing nicht vergessen. Als Self-Publisher ist man natürlich mit unheimlich vielen Sachen beschäftigt, Marketing, wirtschaftlichen Aspekten, juristischen, aber man sollte sich ja auch irgendwie so ein bisschen Zeit nehmen, um vielleicht auch ein Manuskript zu haben, das man dann irgendwann anbieten kann, und zwar ein Manuskript, das so gut ist, wie es nur irgendwie geht. Richtig, also das ist ja so ein bisschen immer der Vorwurf, der im Self-Publishing gemacht wird, dass da Bücher erscheinen würden, die keine so gute Qualität haben wie halt gedruckte Verlagsbücher. Zum Teil ist dieser Vorwurf ja auch wirklich berechtigt, weil es ja keinen Filter gibt in irgendeiner Form, der wie beim Verlag halt eben darauf achtet, was erscheint und wie es erscheint, sondern ich kann ja mein Buch einfach sofort herausgeben. Aber das ist halt auch, also das ist so ein bisschen der Punkt, dem man als Self-Publisher eigentlich wirklich unbedingt denken sollte. Nur weil ich mein Buch auch sofort herausgeben kann, sollte ich es nicht unbedingt tun. Ja. Also ich sollte mein Manuskript schon vorher mir natürlich schreiben, so gut ich kann, auch überlegen. Das haben wir schon mehrfach hier auch irgendwie behandelt. Oder also einfach genau die gleichen Überlegungen anstellen, die auch ein Verlagsautor anstellen würde. Was ist meine Zielgruppe? Was ist mein Genre? Wo gehört mein Buch eigentlich hin? Wen möchte ich ansprechen? Was ist mein Unique Selling Point? Und so weiter und so fort. Also ist es spannend? Funktionieren die Figuren? Lass das Testleser lesen. Überarbeitet es gründlich. Genau. Und wenn ihr dann ein Manuskript habt, von dem ihr denkt, dass es verdammt gut ist, dann müsst ihr aus dem guten Manuskript auch noch ein gutes Buch machen, beziehungsweise ein gutes E-Book. Tipp Nummer 3. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Genau. Ein gutes Buch herzustellen, das geht Hand in Hand mit dem Manuskript, ist aber nochmal ein anderer Arbeitsschritt. Also nicht nur vom Stoff her, sage ich, also vom Text her, sollte das Buch natürlich oder der Roman oder was auch immer das ist, vom gleichwertig sein zu Verlagsveröffentlichungen, sondern der ganze Rest muss halt eben auch noch stimmen. Ne? Das heißt also, die Rechtschreibung muss natürlich einwandfrei sein, wie es bei einem Verlagsbuch zumindest auch zu erwarten ist. Das Lektorat sollte in irgendeiner Weise erfolgt sein, ob Dramatik stimmt, ob es irgendwelche logischen Fehler im Plot gibt und so weiter und so fort. Aber natürlich darüber hinaus halt eben auch noch professionelles Cover, professionelles Einbinden in die entsprechenden Internetshops, die es da gibt und so weiter und so fort. Professioneller Satz, auch nicht professioneller Buchsatz. Also das Buch muss aus vom Buchsatz so aussehen, wie ein richtiges Buch aussieht. Das ist eine Wissenschaft für sich, da muss man auf jeden Fall auch rechtzeitig Informationen einholen, worauf da zu achten ist, wie da die Konventionen aussehen, ob Einsätze, genau. Absätze eingerückt werden oder nicht, wann sie eingerückt werden und so weiter und so fort. Genau. Ja, und wenn ich dann ein perfektes Buch geschrieben und hergestellt habe, dann muss ich natürlich auch sehen, dass es irgendwelche Käufer findet. Das heißt, ich muss dafür werben. Tipp Nummer 4. Wie ich dafür
Genau, und wie ich dafür werbe, darüber muss ich mir auch rechtzeitig Gedanken machen. Das heißt, das Buch einfach auf den Markt zu werfen, dann zu merken, das verkauft sich ja gar nicht so toll, wie ich gedacht habe, und dann irgendwie zu rudern und verschiedene Sachen zu versuchen, das ist einfach zu spät. Ihr braucht rechtzeitig einen Plan, was ihr macht, wenn das Buch erschienen ist. Ja, und das ist gleichzeitig auch das leidigste Thema, finde ich jedenfalls. Ja, und das schwierigste. Und das schwierigste Thema, weil zumindest nach meinem Empfinden in keinem der anderen Bereiche, die wir bisher angesprochen haben, die Möglichkeiten und die Vielfalt auf der einen Seite so groß ist. Ich kann also alles Mögliche machen, vom Gewinnspiel bis hin zu Plakatwerbung oder was auch immer. Also eigentlich gibt es da, abgesehen vom eigenen Budget, sage ich mal, gar keine Grenzen, was ich alles machen kann. Es gibt da auch ein ganz interessantes Buch, verdammt, ich werde mal versuchen, es irgendwie noch in den Shownotes sozusagen oder im Infokasten unterzubringen. Es gibt ein ganz interessantes Buch, Marketingmaßnahmen für Self-Publisher oder 100 Marketingmaßnahmen für Self-Publisher oder so, wo es also vom, weiß ich nicht, als Litfaßsäule durch die Fußgängerzone gehen bis hin zu U-Bahn-Werbung, gibt es da alle möglichen Ideen, was man als Self-Publisher alles machen kann. Das Gute ist, man kann das Ganze auf 3-4 Werbemaßnahmen eindampfen, weil alle anderen völlig sinnlos sind. Ja, das ist halt eben der Punkt, ne? Also man muss halt wirklich gucken, was davon lohnt sich nicht. Und das natürlich, wenn es geht, irgendwie im Vorfeld. Also ich habe selber auch schon einige Sachen ausprobiert. Wir können da, haben wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge dazu gemacht, Marketingmaßnahmen, die sich für Autoren wirklich lohnen. Oder halt eben auch nicht. Und ich habe die erschreckende Erfahrung gemacht, dass die allermeisten Marketingmaßnahmen, die einem so einfallen, ziemlich, ziemlich aufwendig sind, was Zeit und Kosten angeht. Am Ende aber ziemlich wenig auf der anderen Seite dabei auch wieder rumkommt. Um kurz konkret zu werden, Werbemaßnahmen, die sich lohnen, sind auf jeden Fall die Leserunde, die Preisaktion. Und was eh jeder macht, irgendwie die üblichen kurzen Notizen bei Facebook oder so, wobei man das auf keinen Fall übertreiben sollte. Ja, du sagst jetzt, das sind die drei Maßnahmen, die sich lohnen. Ich habe von einigen Leuten gehört, gelesen und gesehen, dass sich zum Beispiel auf Facebook Anzeigen lohnen sollen. Ja, hat sich bei uns beiden hat sich bei uns beiden nicht bewahrheitet, aber da es viele Leute tun. Ja, das ist halt immer so der Punkt. Aber das ist auch nochmal so eine Sache. Marketing. Wie formuliere ich das jetzt? Bestimmte Marketingaktionen lohnen sich ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad, den man hat. Das ist jetzt so der Punkt. Also U-Bahn-Werbung für den neuesten Fitzek zum Beispiel kann irgendwie funktionieren, weil die Leute sehen, oder einen tollen Buchtrailer zu erstellen, kann für Sebastian Fitzek eine Sache sein, die vielleicht ganz interessant ist, weil die Leute sowieso schon auf das nächste Buch von ihm warten und dann erfahren, schau mal an, da gibt es ein neues Buch, das ist ja toll. Wenn ich per U-Bahn Werbung für mein Buch werbe, interessiert das wahrscheinlich keinen Menschen, weil ja, man übersieht es halt einfach, weil der Name noch nicht bekannt genug ist. Ja. So, und jetzt kommen wir zu unserem letzten und allerwichtigsten und total unterschätzten Top-Punkt Nummer 5. Der aber euren Erfolg garantieren kann. Ach so, ich soll jetzt was sagen. Das nächste Buch schreiben. Ne? Also Tipp Nummer 5, schreib dein nächstes Buch. Ist insofern. Euer erstes Buch ist mit größter Wahrscheinlichkeit in der Vielzahl der Publikationen untergegangen, was aber für ein erstes Buch auch total normal ist. Ja, ich habe das erste Mal bei John Locke gelesen und dann aber auch bei vielen anderen Self-Publishern entweder auch gelesen oder in der Praxis irgendwie demonstriert gesehen. Es ist wirklich sinnvoll, viele Bücher zu schreiben als Self-Publisher. Also es gibt ja so die alle 5 Jahre ein Buchautoren oder Leute wie John Green oder so, die schreiben halt einmal ein Buch. Gut, er hat schon mehrere geschrieben, aber ich glaube, seit das Schicksal ist ein mieser Verräter, hat er nichts mehr geschrieben und er kann offensichtlich ganz gut davon leben. Kein Wunder, das Buch wurde verfilmt und so weiter und so fort. Er hat da wahrscheinlich ordentlich Geld mit verdient und kann sich jetzt leisten, auf sein nächstes Buch zu warten und lange daran zu feilen. Das kann man als Self-Publisher in der Regel nicht. Also als Self-Publisher verdient man in der Regel wirklich Geld darüber und schafft halt auch seine Bekanntheit darüber, dass man einfach viele Bücher schreibt und sich als verlässlicher Autor auch irgendwo zeigt. Also dass die Leute halt eben eine Erwartungshaltung aufbauen können und sehen können, der schreibt jetzt was, vielleicht hat er sogar eine interessante Reihe, also eine interessante Krimi-Reihe oder eine interessante Liebesroman-Reihe mit den gleichen Figuren. Dann freuen sich die Leute natürlich darauf, das nächste Buch zu lesen, und wenn das nächste Buch dann aber in 4 Jahren erscheint, dann hat man seine Leser unter Umständen schnell verloren.
Ja, und die Wahrscheinlichkeit ist außerdem ziemlich groß, dass euer nächstes Buch besser ist als euer erstes. Auch oder das davorgehende. Ja. Es macht aber auch einfach einen anderen Eindruck, wenn ich irgendwann bei einem Autor, wenn ich ihn irgendwann google, weil ich merke so, oh, der Roman, der klingt interessant, gucke ich mal rein und dann sehe ich halt so, der hat schon 10 andere Bücher veröffentlicht. Ja. Ist einfach was anderes, als wenn ich sehe, ah, das ist sein erstes Buch. Naja, dann warte ich erstmal ab. kommt genau natürlich so jetzt noch ein bisschen darauf an, ganz so einfach ist es nicht, kommt ein bisschen darauf an, wie sind die anderen Bücher bewertet worden, wie sehen die aus, wenn ich jetzt sehe, der hat 10 Bücher, die halt irgendwie bei 2 Sternen irgendwie rumkrapsen geschrieben, dann denke ich auch so, na okay, den lese ich halt lieber nicht. Vielleicht ist er ein verkanntes Genie, aber die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Aber wenn man halt alles richtig macht und ja. Schritte 1 bis 4, die wir vorgestellt haben, ja ganz gut befolgt, dann müsste er eigentlich was halbwegs Vernünftiges bei der ganzen Sache rauskommen. Und wenn man dann halt schon eine Backlist hat irgendwann, und die, da sollte man sich halt eben nicht 10 Jahre Zeit lassen, um 10 Bücher irgendwie auf dem Markt zu haben, dann kann das Vertrauen schaffen und dazu führen, dass sich alle Bücher mit der Zeit besser verkaufen. Ja, Markus, wir sind unglaublich gut. In 15 Minuten haben wir dargelegt, wie man ein erfolgreicher Self-Publisher wird. Nein, Wahnsinn. Nein, das wäre jetzt das, was ich dem gerne hinterher schicken würde. Nur wenn man diese Punkte befolgt, von denen wir, glaube ich, inzwischen überzeugt sind, aufgrund von Erfahrungen und dem, was wir uns angelesen haben, dass es ganz gute Tipps sind, heißt das noch lange nicht, dass man Erfolg hat. Das ist die bittere Wahrheit bei der ganzen Sache. Was? Wie? Wirklich, Markus? Ja, so ist das. Sag nicht sowas. Oh Mann, jetzt bin ich schwer enttäuscht. Also mal ganz abgesehen davon, dass man jetzt lange darüber diskutieren könnte, was heißt eigentlich Erfolg, gerade als Self-Publisher, sind 5.000, 10.000, 20.000 oder 100.000 Verkäufe ein Erfolg? Wer weiß das schon? Also 100.000 Verkäufe, Markus, sage ich jetzt einfach mal, das definiere ich bei mir als Erfolg. Ja, naja, das würde ich auch als Erfolg sehen, aber sind dann 50.000 kein Erfolg? Oder 10.000? Ich weiß es nicht. Ein halb so großer Erfolg. Also ich glaube, es wird deutlich, was ich sagen möchte. Auf der einen Seite, Millionenauflage, da wird man wahrscheinlich nicht hinkommen. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwas sein, was da drunter ist. Es wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch irgendetwas sein, was weit darunter ist. Ob man nun tatsächlich Erfolg hat, also ich wollte damit eigentlich nur sagen, gut möglich, dass man alles richtig macht und trotzdem... Markus wollte einfach nur sagen, dass ihr uns bitte nicht verklagt, wenn die 5 Tipps nicht funktionieren. Ja, naja, ne, ich wollte einfach so ein bisschen die Erwartungen dämpfen. Ne? Also ich habe auch mal bei ganz vielen Sachen gedacht, die man so ausprobiert, oh, ich mache jetzt diesen einen Tipp, den habe ich gelesen, der hat bei dem und dem Auto funktioniert und morgen verkauft sich mein Buch wie verrückt. Das hat natürlich auch nicht funktioniert. Oder glaubst du, irgendein Auto würde dir so einen tollen Tipp verraten? Ja, genau, das ist das Problem. Nee, es gibt ihn einfach nicht. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt an der Sache. Ne? Also Zufall oder Glück spielt halt eben auch immer noch eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Je nachdem natürlich noch so ein bisschen, in welchem Genre man sich rumtummelt, das ist auch nochmal ein entscheidender Faktor, aber egal welches Genre man bedient oder was man schreibt, Glück gehört halt eben auch nochmal dazu. Aber der Hoffnungsschimmer, finde ich, oder der Gedanke, mit dem ich mich immer jeden Morgen aus dem Bett quäle, ist, das Glück ist ja immer mit den Tapferen und den Fleißigen vor allen Dingen und man kann schon ein bisschen was tun, um seine Chancen zu optimieren, was aber halt eben nicht heißt, dass man einen garantierten Bestseller landet. Ja, so sieht's aus. Ja, dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wieder hören und wieder sehen, falls ihr es dann überhaupt noch nötig habt. Vielleicht habt ihr bis dahin euren Erfolgsroman produziert. Entweder das. Und schaut gar nicht mehr die Schreibdilettanten, sondern cruist in eurem Lamborghini durch die Gegend. Entweder das oder unsere Reputation ist so dermaßen dahin, weil die Tipps nicht funktioniert haben, dass uns keiner mehr gucken möchte. Das kann natürlich auch sein. Wir wissen das nicht, aber nächste Woche vielleicht. Genau. Bis dann. Schreibt schön. Schreibt schön. Tschüss.